Ja, hallo zusammen, liebe Freunde von Espresso TV, liebe Fans, liebe YouTuber. Ja, jetzt bin ich mal wieder hier in Germany, war jetzt 2 Monate auf Tour in Asien und unter anderem in Bali. Und in Bali habe ich nicht nur Strand und Urwald angeguckt, sondern auch mal ein paar Kaffeebohnen angeschaut und zum einen Kofi Luwak, also das von den Tieren, dieser, wo dann die Poop Hunter praktisch losgehen und die Scheißhäufen zusammensuchen und dann daraus ihren Kaffee machen, von den Katzen, die praktisch den Kaffee essen. Das habe ich mir angeguckt. Der ist relativ leicht, so wie Filterkaffee. Und dann das andere, natürlich direkt zu einer Kaffeefarm. Und da zeige ich dann noch im Anschluss so ein paar kleine Eindrücke, wie das ausschaut. Und das ist wirklich cool, wie so die Bauern praktisch diese Kirschen ernten und dann den Kirschkern praktisch waschen, trocknen, ja, und dann sogar auch selber rösten und dann auch selber verkaufen. Und das ist natürlich das Coole. Das heißt, es ist dann ein Kreislauf, die Bauern stellen das selber her. In Bali haben dann unter anderem so ja, einen kleinen Coffeeshop, rösten selber und machen dann selber Espresso. Und ich habe jetzt einfach mal so einen fruchtigen Arabica mitgebracht von 1200 Meter Höhe. Das ist dieser hier und da bin ich drauf gekommen, weil für ein Hotel in Bali, da habe ich auch noch ein bisschen so Barista-Schulung gemacht und noch ein bisschen die Maschine optimiert. Und ja, das war dieses hier, St. Regis, das ist auch cool, in Nusa Dua. Da habe ich sogar hier noch so ein kleines Bildchen gekriegt, also Mr. Coffee war dann hier aktiv und ja, also selber gemalt, also von daher, das hat mir Didik gemalt und ja, und jetzt geht es dann aber mal ans Verkosten natürlich, weil das ist ja auch interessant, wie jetzt so uns überhaupt der Kaffee schmeckt. Das ist ja jetzt so asiatische Nummer und keine Ahnung, wie die geröstet haben. Ich habe den jetzt nur als Filterkaffee probiert und im Filterkaffee ist der natürlich sehr mild und war frisch. Jetzt ist er auch schon so ja, 2,5 Wochen alt und jetzt probieren wir das einfach mal. Ich habe die Mühle nicht eingestellt, kein Mahlgrad eingestellt. Das probieren wir jetzt einfach mal, wie das rauskommt, okay? Einfach mal als Test. Ja, dann bin ich auch mal gespannt. Natürlich nehme ich dazu eine kleine Waage. Hier dann mein Gefäß, was ich auch tariere, um in etwa so eine Ahnung zu haben. Und ich mache dann gleich mal mit dem Bodenlosen einen Versuch. Und ja, jetzt guckt man sich erstmal die Böhnchen an. Also halb hell geröstet, also im Vergleich zu einer italienischen Röstung ist es doch relativ hell. Und ja, jetzt schauen wir das mal an, wie das hier dann in der Mazza-Mühle rauskommt. So, jetzt gucken wir dann einfach mal mit dem Mahlgrad, ob wir da in etwa hinkommen oder eben nicht. So, das erste, ja, also schaut schon mal ganz gut aus. Das erste kippe ich jetzt hier weg. So, was haben wir hier? 17 Gramm, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr für den Bodenlosen. Ja, 20,8 Gramm, das könnte ungefähr hinkommen. Da nehme ich einfach 21, ja, 20,9, okay. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen, okay. So, hier natürlich schön gleich verteilen. Ja, irgendjemand will da was von mir. Aber jetzt sind wir halt beim Videorecorden. Ja, kann ich gleich kommen zum Probieren. Ja, weil
Bali Espresso habe ich selber noch nicht probiert. Ich brauche mal jemanden, der mir sagt, wie das schmeckt. Okay, einfach als Test. So, und jetzt natürlich dann antempen. Hier. So, also das ist jetzt ein fruchtiger. Und das ist natürlich jetzt immer ein bisschen Bingo, um zu gucken, ob das passt oder ob es nicht passt. Und das ist jetzt einfach mal Experiment. Oh, der läuft schnell raus. Na, ja, obwohl. Also schaut ganz okay aus. Also ich glaube, den können wir schon trinken. Wow, also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Extraktionszeit 20 Sekunden. Helle Crema. Und also es riecht schon. Ah, also. Wow. So. Ja, fruchtig, nicht sauer. Fruchtig, nicht sauer. Probier du mal von der Seite, was du sagst, Geruch. Leicht säuerlich. Leicht. Aber nicht sauer, finde ich jetzt. Fruchtig. Oder? Geht. Und welcher ist das jetzt? Der hier, den ich mitgebracht habe aus Bali. Davon war Jan, also das ist wirklich cool. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gerade mal so den Gegentest mit so einem Hangover. Oder Schokofrucht oder Schoko, was soll man nehmen? Schokofrucht ist 100% Arabica, das wäre ja ähnlich. Was ist dir lieber? Und das ist eine Mischung? Nee, das hier ist 100% Robusta, deswegen heißt das Ding Hangover. Hangover. Jetzt mal im Kontrast. Okay, einfach mal im Kontrast. Den machen wir jetzt auf und testen mal. Jetzt mal nur optisch, okay. Das ist natürlich jetzt dunkel geröstet. Und mach den mal noch auf die Hand, dass man mal den Unterschied sieht. Okay, also Arabica Robusta, dunkle Röstung und relativ hell geröstet. Also geschmacklich muss ich sagen, richtig cool, super. Ja, das haue ich gerade da rein und jetzt nehmen wir mal die Mühle hier. Ich hoffe, dass der mal gerade so ungefähr passt. Und jetzt haut es uns bestimmt vom Sockel. Zu grob. Jetzt alle mal kurz weggucken. Okay, jetzt geht es einfach so ein bisschen mehr in Richtung fein. Immer noch zu grob. Das spürt man dann einfach. Das heißt so, jetzt könnte es hinhauen. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist halt jetzt natürlich Try and Error. zu viel. Was haben wir gehabt? 20,3 zu wenig. 21 waren das, glaube ich. So, 21,2. Ein bisschen weg, okay. Das hier raus. Spülen, pinseln, aber schaut recht frisch aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Mikro, ist irgendwas mit Kaffeemaschine oder irgendeine Frage hast du noch?
du hast mich angerufen. Ah, oh, ja, oh, das war aus Versehen, Entschuldigung. Das war ein Popofon, okay, das war keine Absicht, Entschuldigung. Okay, jetzt sehen wir gleich, ob das zu grob oder zu fein ist, an der Art und Weise, wie es rausläuft. Können wir gleich beurteilen. Wow, ja, viel zu grob, wow, hallo zusammen. Boah, Mama Mia, das ist ja ein Schaumonster. Also, Leco Bolo. Nee, also in dem Fall wirklich doch deutlich zu grob. So, dann machen wir jetzt hier wirklich nochmal ein bisschen feiner. Und jetzt könnte das dann schon hinkommen. Noch ein bisschen Totraum raus und neue Bohnen rein. Wow. Ja, aber ist schon trinkbar. Aber das ist ja echt krass. So, wie viel haben wir hier? Ha, 21,7. Okay, also einfach so mit Feeling. 21,4. 21,1, das geht. Boah, wow. Also das ist ja schon der Knaller, wenn das zu grob ist, wie das dann rausschießt. Das ist ja unwahrscheinlich. So. Hier, wie gesagt, wieder sauber machen. Einfüllen. Etwas leveln, so mit der Hand, dann kann man das hier auch noch nutzen, anpressen, sauber machen und jetzt bin ich mal gespannt, ob der wieder so rausschießt oder ob es diesmal ein bisschen langsamer ist. Ja. Wow, wow. Also schießt immer noch raus, das ist halt ein Crema-Monster. Das ist jetzt Mr. Hangover. Wow. Halleluja, Halleluja, was ist denn das? Wow, bei 15 Sekunden, also der muss noch feiner. Noch deutlich feiner, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja verrückt, so, okay. Also nochmal rauslassen. Also das ist ja schon shocking, wie schnell das dann rausschießt. Ja. 17,2, okay, also wie man sieht, wenn man dann jetzt feiner stellt, dauert es doch dann deutlich länger. So, jetzt sind wir bei 21, jawohl. Wunderbar. Und jetzt müsste es eigentlich hinkommen, also bei 3 Versuchen sollte es dann passen. So. Also unglaublich, wie das da rausschießt. Das ist ja verrückt. Ich meine, beim Robusta muss man natürlich wissen, das ist eine andere Bohne, die wächst ein bisschen tiefer und die hat natürlich viel mehr Koffein und ist auch von der Textur in der Crema viel hügeliger, viel rauer, nicht so fein wie ein Arabica. Und ja, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Also das war ja unglaublich, was das da für eine Crema-Explosion ist im Bodenlosen. So, jetzt machen wir hier nochmal unseren Test. Und gucken nochmal. Jawohl, so läuft es schon besser. Also das ist akzeptabel. Jawohl, wunderbar. Das ist besser, ja. Auch von der Zeitdauer, von der Art und Weise, wie das fließt. Aber das ist schon brachial. Und da sieht man, diese Crema ist doch relativ grobmotorisch. Jetzt im Vergleich zum Arabica, guckt man es das mal an. Das hier ist so richtige Hügellandschaft.
finde ich, allzu extrem, extrem ungleichmäßig. Wahrscheinlich haut es mich jetzt vom Hocker, allzu vorsichtig. Holala, wow, jetzt probier das mal, also das ist schon derb. Wow. Also das ist wirklich Hangover. Also Geruch? Sehr gut. Wow, wow, ja. Yeah. Geschmacklich. Okay, also hier sind wir bei einer Rösterei in Speyer. Kaffeemanufaktur vom Raphael. Und ich muss aber sagen, der hier ist schön leicht. Also jetzt so für einen späten Nachmittag ist das jetzt hier eher so meins. Da bin ich jetzt eher auf der Fruchtnote. Das ist meins. Wow. Zu jeder Zeit. Hey. Ja, wow. Hey, aber jetzt probieren nochmal dann den im Vergleich. Ich nochmal den. Komplett anders. Die Mischung wäre interessant. Ja, ja. Die Mischung, natürlich dürfen wir es jetzt nicht mischen, nee. Aber deswegen gibt es hier zum Beispiel sowas hier. Dann mit 70% Arabica und 30% Robusta. Also wenn man der Robusta Sophisticated aussprechen will, nennt man das Carnefora. Das klingt halt ein bisschen wissenschaftlicher, okay? Also Carneforicus Maximus ist dann der 100% Robusta. Und wir sind halt eher in Bali, wie gesagt, die haben meistens Arabica. Und ich muss sagen, also Fructus ist auch wunderbar. Also das ist halt dann immer eine Geschmackssache. Aber jetzt sieht man mal, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen das gibt. Und den hier sollte man den nochmal 70-30, das ist dann so in the middle of Nirvana. Können wir mal probieren, oder? Wie das jetzt so ist. Bisschen Zeit haben wir noch, oder? Ja. Oder? Geht es noch? Ja, okay. Also, let's test. Da muss das natürlich raus. Robustus muss dann raus. So, da machen wir hier erstmal ein bisschen wieder Sauereiminimierung. Und dann machen wir auch wieder mit 21 Gramm, würde ich sagen. Dann hat man da ein bisschen was vergleichbar. So. Hier lasse ich das jetzt einfach mal raus. So, also hier unten ein bisschen weggucken. Okay, das ist jetzt Freitagnachmittag. 70-30, jawohl. Und von der Mischung schaut das so. Also auch sauber. Bruch sehe ich jetzt keinen. Gucken wir nochmal. Hier, nee. Also sieht gut aus. Ja. Passt, und jetzt bin ich mal gespannt, wie der jetzt hier rauskommt. So. Wieder Fehler gemacht, aber wir können das Ganze noch retten. Ja. So, jetzt gucken wir kurz mal, pam, pam, pam. Wo ist es sauber? Ne, dann nehmen wir hier. Weil die Waage ist jetzt dummerweise ausgegangen. So, machen wir das wieder auf Null. Okay, ein bisschen was geht noch rein. 21. Ja, 21,6, wunderbar.
21, 1 passt. Und jetzt sehen wir vor allem auch mal den Unterschied, wenn ich jetzt die Bohnensorte wechsle, ob ich gleich auch in die richtige Richtung so ungefähr komme. Das ist jetzt also mal interessant. Das heißt, wir haben im ersten Versuch mit Bali waren 100% Arabica, dann im zweiten Versuch waren es 100% Robusta oder Carnefora und jetzt haben wir 70% Arabica und 30% Robusta. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut. Wir nehmen immer wieder eine ähnliche Tasse, damit auch das ähnlich ist. Und jetzt hier gucken wir, wie schaut es aus? Ja, ungleich getämmt hier. Also sehen wir schon, das läuft hier in der Mitte, ist es noch nicht perfekt. Hier ein leichter Strahl. Also hier haben wir ein bisschen Sauerei gemacht oder nicht gleichmäßig getämmt. Also ein zweiter Versuch ist nötig. Das ist unglaublich, wie man im bodenlosen Siebträger sofort sieht, ob man präzise arbeitet oder nicht präzise. Das heißt, in dem Fall hier einfach den Leveler noch ein bisschen weiter rausdrehen. So. Gut, und jetzt hier nochmal mit 21 Gramm probieren. Ah, hier unten. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wenn man genauer arbeitet, ob sich dann etwas ändert, 19,5. 22,6, too much. 21,7, too much. 21,3, jawohl, das passt. So, jetzt nehme ich hier. Also wieder versuchen, das Ganze gleich zu verteilen. Leveln, tempen und schauen, ob sich was ändert. Ah, ich würde sagen, das ist zu fein. Hier müssen wir gröber gehen. Das ist schon der Unterschied. Also das ist wirklich ganz klar überextrahiert. Okay, jetzt habe ich genau gearbeitet und man sieht, wie jetzt hier praktisch das zu langsam rausfließt. Und das ist dann schon etwas verbrannt. Also hier in der Mitte, ja, jetzt wird es erst so langsam, aber das ist einfach überextrahiert so. Und erst jetzt schließt sich das Ganze. Jawohl, und jetzt gucken wir uns das nochmal an von oben. So, das ist also überextrahiert verbrannt. Das ist too much. Das heißt, der Robusta, der 100% Robusta, braucht dann eine etwas feinere Malung und der hier ein bisschen gröber. Und das heißt, jetzt gehe ich wieder so ein bisschen zurück in Richtung grob und dann sollte das wieder passen. Aber ist schon interessant, wie man hier mit Feintuning wirklich arbeiten muss, weil man ansonsten einfach ein schlechtes Ergebnis bekommt. Das ist wie, also angenommen, ich habe jetzt eine Gitarre und ich wechsle die Gitarrenseiten, auch da muss ich erst wieder einen Soundcheck machen. Also ja, jetzt sind wir 20,5 nah dran, wunderbar. And now here 22.6, too much. 21.7. Yeah, 21. Okay.
Alles klar, dann geht's jetzt noch mal los. Und dann guckt man es das jetzt gleich mal an. Und dann sieht man wirklich, wie wichtig es ist, so eine Punktlandung hinzulegen, weil ansonsten ist der Geschmack einfach nicht gut. Und das Ergebnis ist dann etwas frustrierend und man fragt sich dann natürlich, warum ist es sauer oder bitter oder passt nicht. Meistens liegt es dann am Mahlgrad. Und jetzt sehen wir schon, was das hier für einen Unterschied macht. Das kann man dann natürlich noch deutlich elaborierter machen. Das ist jetzt einfach nur mal ein Vergleich zwischen 100-0, 0-100 und 70-30. So, jetzt sollte es an sich etwas homogener rauslaufen. Letzter Versuch. Ja. Ja, jetzt läuft es gut raus. Spritzt leider ein kleines bisschen, aber das ist halt einfach so beim bodenlosen Siebträger, dass es immer ein bisschen Sauerei macht. Also könnte ich noch weiter optimieren, aber jetzt ist es zumindest trinkbar. Die Crema schaut auch schon anders aus. Also das ist jetzt 70-30. Und was sollte es sein, Schoko? Mit Pflaume, Mango. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Wir sind jetzt hier bei 208 bei Schoko. Gucken wir mal, ob das so hinhaut. Das ist jetzt einfach. Aprikose und Nuss noch. Ja, ja. Aprikose, Nuss. Und das ist Brasil, India. Hm. Also für mich wenig Schoko, mehr so Frucht und Nuss. Also das haut doch eher hin dann mit, aber gucken wir mal, Aprikose, Nuss, Schoko, das ist wirklich schwierig. Das ist dann Sensorikus, also du bist 100% Robusta oder Carnefora. Aber der ist angenehmer wie diese komplett fruchtige von vorhin. Ja, 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 das stimmt. Ja. Das ist halt eine Mischung. Und bei der Mischung ist das alles ein bisschen ausbalancierter. Okay, also dann, Jungs, grazie mille. Das war jetzt so ein kurzer Ausflug, ja, von Bali dann über Indien, dann nach Brasilien. Aber wie gesagt, ich war jetzt 2 Monate in Asien, also Thailand, cool, Phuket. Und meine Lieblingsinsel ist aber Bali. Ganz klar, Ubud natürlich und dann weiter unten einfach Nusa Dua ist cool. Dann oben Mount Batur ist super, dann mit dem Urwald und also wirklich super freaky von ganz preiswert bis ganz teuer, alles drin. Und in dem Sinne, Salute.